So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Diesmal ist es mal eine Mod, nämlich Galacticraft, mit der es uns ermöglicht, in den Weltraum zu fliegen. Ich habe das Ganze noch alles erzählt, in diesem Video, was auch in der Beschreibung steht. Da ist nochmal alles zu der Mod erzählt. So. Also, ich habe jetzt auch Too Many Items installiert. Das heißt, wir können die ganzen Rezepte und so alles noch nachgucken. Wir werden jetzt mal loslegen. Hier habe ich schon eine Welt erstellt. Hier ist unsere alte Welt, also unsere Survival-Welt. Und dann werden wir das jetzt auch mal starten. So. Ich habe mir. Ja, doch, doch, es sind viele FPS, wirklich. Wir haben es geschafft, wir haben es. Oh, ne. Es wird doch schwieriger. Warte mal. Vielleicht kann ich es doch nur mal runterstellen. Naja, ich glaube, das ist schon gut genug. So. Dann bauen wir nur hier noch mal ein bisschen Holz ab. Ja, was gibt's zu bequatschen? Also, es gibt in dieser Mod mega viele Rezepte. Ich kann jetzt zum Beispiel auch mal die ganzen Raketen zeigen. Warte. Ah, nee, Raketen. Wo sind die denn? Na egal. Können wir später nochmal zeigen. Die ganzen Raketen. Also in dieser Mod kommt es eigentlich darauf an, dass wir sehr viele Erze sammeln. Und also werden halt sehr viel in den Höhlen sein. Ich hätte eigentlich auch einen Teampartner gesucht. Aber das habe ich keinen gefunden. Guck mal, da gerade waren es 48 FPS. So, dann mache ich die mal aus. Und spiele mal. Obwohl ich das F3 gerne mal anhabe. Also ich mache dieses Let's Play statt die ganzen Projekte, wo wir mitmachen sollten. Es sollte jetzt noch ein neues starten mit Lambo LP und MC Panda LP, aber da bin ich jetzt freiwillig rausgegangen, weil es war mir einfach zu stressig. Dann sind die ganzen Streite. Und ja, generell, das finde ich einfach nicht gut. Habe ich gerade ein Schaf gesehen? Auf jeden Fall nicht töten. Wir brauchen richtig viel Wolle. Also, wir können hier im Weltraum so zum Mond und bis jetzt auch schon bis zum Mars fliegen. Natürlich brauchen wir dafür nochmal so richtig viele Maschinen, die Strom brauchen. Also müssen wir auch erstmal Strom herkriegen. Auch es gibt auch Maschinen, die ohne Strom laufen, denen auch mit Kohle oder Holz oder Sepplingen oder also Setzlingen, keine Ahnung. Nun ist halt, man braucht dafür richtig viele Erze. Also die neuen Erze sind Silikon, Aluminium, Bronze und Zinn. Das sind die neuen Dinger, die neuen Mods. Also ich spiele jetzt gerade ohne Optifine, ne? Also das ist jetzt nur reines Minecraft. Ohne Optifine, ohne zusätzlich irgendwas. Das heißt, sonst hätten wir sogar mit Optifine nur 19 FPS und dann kriegen wir schon so bis zu 26. Also ich hätte jetzt mit Optifine jetzt schon also wirklich viel FPS. Ich hatte bis zu 62 FPS mit Aufnahme. Das habe ich getestet. Und das ist einfach mega geil. Ich finde, dieses
Let's Play ist was Besonderes, deswegen sind die Folgen auch doppelt so lange. Nicht mehr 10 Minuten, sondern 20. Vielleicht werden sie noch 30 Minuten lang. Ich muss mal schauen. Für bestimmte Leute, so viele Minuten wollt ihr bestimmt nicht nachgucken. Also gucken. Boah, 55 FPS, 41. Ich hab's euch gesagt, es ist einfach mega geil. So. Ach ja, ich wollte ja gerade noch. Das ist ein großer Baum, dann lasse ich den mal. Ich mag keine großen. Oh, ein Apfel. Was ist das denn für scheiß Musik? Musik aus. Und da komm, ich kann die anlassen. Ein bisschen nebenbei. So. Bis wann wird das. Also, mich haben so ein paar Leute was gefragt. So. Wie lange wird das Projekt gehen? Also, das wird so lange gehen, bis ich keine Lust mehr habe oder wir schon alles gemacht haben, bis auf dem Mars waren, den Boss auf dem Mond und den Boss auf dem Mars umgebracht haben. Ab da würde ich dann sagen, da haben wir ja alles. Eigentlich, du kannst hier auch noch eine Space Station bauen. Das heißt, du kannst hier über der Erde eine Basis bauen. Vielleicht machen wir das auch noch. Weißt du aber nicht, wie lange das jetzt hier gehen soll. Bestimmt schon mehrere Folgen mit den ganzen Ärzten und so. So. 63 Holz ist schon mal ein Anfang. Müssen wir mal schauen, wo wir unser Haus bauen. Und wir können ja einfach ein ganz kleines Haus nehmen. Nehmen wir ein ganz kleines. Da können wir schon mal Stein abbauen. Vielleicht hier in der Küste? Ja, hier hin, ne? Ja. Bauen wir unser Haus hier hin. Dann setze ich auch mal hier meinen Spawnpoint. Diesmal mache ich es nicht so, dass ich Keep Inventory anmache. Das mache ich diesmal nicht. Ja, ich glaube, ihr merkt gerade auch, dass ich so ein bisschen aufgeregt bin. Das. Oh, guck mal hier. Too many items und hier das neue Feld für Rüstung. Hörgerät im All. Maske, Fallschirm, Hose und Sauerstofftanks. Ja, jeder weiß, im All gibt es keinen Sauerstoff. Deswegen müssen wir noch Sauerstoff herkriegen, Öl für die Rakete, dass sie laufen muss. Wir brauchen am Ende mega viel Strom, aber wir müssen so ein. Wir müssen uns eigentlich einen Berg bauen. Das ist, glaube ich, am besten. Wenn es in der Nähe ein Berg ist, wäre das richtig cool. Ist das. Mal schauen, ob hier irgendwo ein Berg ist. Oh, hier ist schon das erste Erz, was ich euch zeigen kann, nämlich Kupfer. Das hier ist Kupfer. Hier, Kupfererz. Die anderen Erze werde ich euch bestimmt noch zeigen. Also Kupfer ist so eher weiter oben. Das kommt so auf Höhe 10 und so nicht mehr vor. Was eigentlich richtig geil gemacht ist. Ja, ist immer richtig geil gemacht. Weil jedes Erz kommt nicht auf jeder Höhe vor, finde ich. Das ist so mehr Logik. Hier ist nochmal Kupfer und nochmal. Obwohl wir jetzt eigentlich jetzt unser Haus bauen wollen. Ich habe jetzt erstmal noch die Monster ausgelassen, aber ich habe Keep Inventory auch, also auch False, also aus. Dass es jetzt nicht so viel Cheaten ist. Wäre auch kacke, das wäre der Rahmen vom Let's Play komplett gesprengt. Ja. Ich würde jetzt gerne noch einen großen Ort für mein Haus. Ach komm, bauen das ist einfach hier. Das ist. Das ist geiler. Hier bauen wir es hier hin. So.
Farm bis hierhin. So. Werde ich ein flacheres Haus bauen. Mit flachem Dach, wo dann die Solarzellen drauf kommen, für den Strom, für die ganzen Maschinen, um alles herzustellen, was wir benötigen. So. Ja, wir können es noch weiter in die Länge ziehen. Kriegen wir hin. Also es gibt ein richtig gutes Video, wie man diese Mod hier installieren kann. Ich glaube, die werde ich auch in die Beschreibung tun. Das ist einfach richtig gut gemacht von dem. Der hat sich wirklich auch, hat sich wirklich überlegt, wie er das machen will. Das ist einfach schon mal einen Daumen hoch für ihn. Wir werden sein Video dann verlinken, weil ich habe eigentlich nicht so richtige Lust und so Zeit zu gucken, wie ich mir das installiere. Also ich habe es genauso gemacht wie er. Also ich habe auch sein Video angeschaut und das so gemacht. Aber es ist nichts Falsches oder so. Ich habe es auch so gemacht. Eigentlich wollte ich das hier alles über Tekkit machen, dass hier noch ein paar andere Mods drauf sind. Aber ich habe es nicht hinbekommen, auf Tekkit Optifine drauf zu regeln, weil es dann schon sehr leckt. Jetzt leckt es auch schon ein bisschen. Weil es dann noch mehr leckt. Weil da noch viele Mods drauf sind. Also ich habe mir jetzt 2 Mods drauf geholt. Also quasi 4 Mods, weil es sind 4 in eingeteilte Mods. So, wenn ich jetzt. Ich würde eigentlich gerne gar nicht ein Schwein töten. Weil wir brauchen. Ach, ein Schaf für das Bett, weil wir brauchen die. Wir brauchen die sehr dringend. Ich glaube, so geht das, ne? Ja, machen wir das so. Morgen müssen wir, also wir können halt wieder Holz farmen gehen. Das ist nicht so schlimm. Oder ich baue uns halt eine. Ich baue uns halt die Solardinger. Ja, das sieht auch blöd aus, wenn die Solardinger einfach hier so rumstehen. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Hier, ne? Hier kommen die Türen. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Hier kommt dann die Doppeltür hin. Hier kann ich hier auch nochmal machen. Kann hier eine Brücke rüber bauen oder so. So. Okay. Ich glaube, ich kann nicht so gut Häuser bauen. Deswegen dürft ihr nicht böse sein, wenn das jetzt ein Kackhaus wird. Also, ich bin eher so drauf spezialisiert über so eher so Technik und sowas. Ich bin nicht der perfekte Bautyp. Das war ich noch nie und das werde ich auch nie sein. Warte mal, habe ich eigentlich Erfolge und so alles bekommen? Nein. Erfolge geschafft. Warum hast du denn alles geschafft? Komisch. Ach so! Das ist so. Ich habe die ganzen Erfolge schon, weil das hier das gleiche Minecraft.exe ist, nur die ganzen Mods drauf. Deswegen. So, dann würde ich mal sagen.
Machen wir mal so. Setzen die Truhe hier mal hin. Setzlinge rein, Kupfer. Genau, wir können jetzt mal Pflasterstein holen. Hier ist zum Beispiel eine Höhle. Also wenn hier jetzt ein Spawner ist, also dann raste ich aus. Das wäre mega geil. Habe ich ja im Survival auch schon geschafft, hier direkt in der Nähe einen Skeletten-Spawner zu finden. Ja, Kupfer. Ich finde es gut, dass man Kupfer auch mit Steinen abbauen kann. Ach, das kann man mit Holz auch abbauen, so meine ich das. Kann man auch mit Holz abbauen. Finde ich auch sehr gut gemacht. Ich mache jetzt keine Holzspitzhacke. Warum sollte ich mir eine Holzspitzhacke machen? Das wäre ja voll unnötig. Bringt nichts. Den Erfolg habe ich schon geschafft. Außerdem kann man den Erfolg auch mit einer Steinspitzhacke schaffen oder mit einer Eisenspitzhacke. Hauptsache, du hast dir mal eine Spitzhacke gemacht. Das ist der Erfolg. Außer natürlich eine Diaspitzhacke, weil dafür brauchst du erstmal Eisen. Eisenspitzhacke. Diese Eisenspitzhacke. Kriegst ja schon wieder. Diese Eisenspitzhacke gehört ja zu dem Erfolg. Das heißt, du kriegst den Erfolg dann sozusagen zweimal. Dazu kriegst du nochmal einen Erfolg, weil du Diamanten abgebaut hast. Und wenn du im Mehrspielermodus bist, kriegst du nochmal einen Erfolg dazu, wenn du den Diamanten einem anderen zuwirfst. Ein total bescheuerter Erfolg. Den kann man im. Wenn du Einzelspiel machst, kannst du den Erfolg gar nicht kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auch habe. Ja, genau. Nee. Bauen Diamanten. Es gab im Mehrspielermodus auch noch einen. Warte, sind neue Erfolge dazu gekommen? Nein. Weil er sagt mir hier Minecraft. Tja. Weiß ich jetzt nicht. So. Was haben wir denn noch so Hübsches zu erzählen? Wir haben zu erzählen. Was im Moment in der Umgebung zu Dingsen ist. Was im Moment bei der Umgebung passiert. Also, ihr habt es ja inzwischen mit den. Ach, was mal, was sag ich denn hier? Es gibt da so ein Thema. Das Thema ist, also es wäre ja ein. Es ist eigentlich ein Gerücht. Das gehört jetzt eigentlich auch zu diesem Thema hier dazu, weil wir uns gerade auch damit beschäftigen. Nämlich, es geht um Weltraum. Genau. Es geht nämlich darum. Dass die. Also es ist ein Gerücht. Dass die. Die NASA, also die ganz große. Es ist das ganz große Unternehmen aus Amerika für Weltraumerforschung. Die meint. Also es kam das Gerücht auf, dass die NASA mit der Apollo 18, also einem Flug zum Mond, dass die schon nicht mehr abgehebt ist, sondern umgekippt ist. Und das finde ich als ein Gerücht. Das ging auch so rum, weil man kann auch nachlesen im Internet, dass es nicht der Fall war, dass Apollo 18 gar nicht erst gestartet ist. Also das ist auch schon nicht, stand in der, schon an der Startrampe, aber die Astronauten sind gar nicht reingegangen. Wie sollen denn da die Rakete umkippen? Außerdem meinten die noch, dass dass Apollo 18 halt gestartet ist, dass die Astronauten schon drin waren. Und das stimmt ja natürlich nicht. Das kann gar nicht sein. 84 plus 0 ist 90. Ja. 84 plus 0 ist 90. Ja. Das ist ein ganz kleiner Trick, mal so von 0 aufzubewahren, dann kriegst du ein paar Schläge dazu. So, was meinte ich gerade?
Ja, genau, das mit dem Gerücht. Ich finde es schon eine Unverschämtheit, dass sowas in die Welt kommt. Also irgendwie da die NASA zu verscheuern, dass irgendwie das Astronauten- und das Weltraumprogramm alle unter Kanonen ist und dass es einfach scheiße ist, wenn ich das nur so sagen darf. Es finde ich ja unverschämt, dass sie so nennen. Also das ist schon echt cool, was